Herr Hickel, Sie sind bekannt als Skeptiker der Riester-Reform von 2001. Ist das heutige Niedrigzinsumfeld ein bisschen Wasser auf Ihre Mühlen? Ja, das Wasser auf die Mühlen, weil was ist eigentlich mit der Riester-Rente gemacht worden? Man hat gesagt, wir werden die gesetzliche Mindestsicherung abbauen. Jeder muss als junger Mensch wissen, dass er von der gesetzlichen künftig nicht mehr leben kann. Erstens. Zweitens hat man dann gesagt, macht private Kapitalvorsorge. Und jetzt bleibe ich bei meiner individualisierten, das betone ich sehr stark, individualisierten privaten Kapitalvorsorge. Der Einzelne muss das machen. Und der holt sich dann in der Frage, ja, was lege ich an, holt er sich die Risiken der Finanzmärkte in seine Kalkulation rein, die er nicht beherrschen kann. Und damit ist die Niedrigzinspolitik ist natürlich eine Katastrophe für die Menschen, jungen Menschen, die sagen, wir nehmen das mit der privaten Kapitalvorsorge ernst, weil sie keine Rendite mehr kriegen. Hand aufs Herz, haben Sie was gegen Kapitaldeckung in der Altersvorsorge? Ich habe insoweit etwas gegen Kapitaldeckung, generell, wenn sie sozusagen für alle über einen Leisten geschlagen wird. Das heißt, alle, etwa auch die Verkäuferin, die Mutter mit Kindern, alleinerziehend bei Lidl, dass die im Grunde genommen auch eine Kapitalvorsorge privat machen muss. Das Instrument der Kapitalvorsorge an sich ist ja nicht irrational, weil wir haben ja überschüssiges Kapital in der Welt und warum soll man für die Alterssicherung das nicht nutzbar machen? Aber das würde ich jetzt nicht organisieren, sozusagen über den Zwang, jemand ganz individuell, der es zum Teil auch nicht zahlen kann, das so zu machen, sondern dann würde ich sagen, dazu gibt es eine zweite Institution. Das sind die organisierten, wenn Sie so wollen, die Pensionsfonds als kollektive Vernunft einer gemeinschaftlichen Kapitalvorsorge. Das ist natürlich eine Hommage an das, was wir tun. Da komme ich gerne nochmal drauf zurück. Ich bin Überzeugungstäter. Ich komme nochmal zum Niedrigzinsszenario, das uns auch natürlich einiges an Magenschmerzen bereitet. Hätten Sie eine Agenda, einen Vorschlag, wie man da wieder rauskommt? Naja, wir konzentrieren uns ja alle jetzt auf die niedrigen Zinsen auf der kurzen Seite, das, was die Sparerinnen und Sparer bekommen. Aber wir haben ja auf allen Finanzmärkten Performance-Probleme. Das heißt also, die erwarteten Renditen, die wir auf den Finanzmärkten erwarten, auch für längerfristiges Engagement, sind ja deutlich zurückgegangen. Aber ich sage nochmal, große Ehrenrettung für die Europäische Zentralbank. Was wäre der Preis, wenn sie die Niedrigzinspolitik nicht machen würde? Draghi, der Präsident, sagt zu Recht, wir stehen eher in einer deflationären Situation. Das heißt, uns fehlt Nachfrage im System. Wenn das dann sozusagen unter Verzicht einer Niedrigzinspolitik, beispielsweise durch hohe Zinsen, wenn es dann zu Produktionseinbrüchen käme, zu Insolvenzen, wenn Arbeitsplätze verloren gehen würden, dann wäre der Preis des Verzichtes auf die Niedrigzinspolitik viel zu groß. Aber ich sage mittelfristig, weil Sie zu Recht fragen, Herr Karich, nach der Agenda. Mittelfristig steht auf der Agenda, die Wirtschaft stärken, dann werden auch wieder die Zinsen anziehen. Wir sind ja ein wenig gezwungen, im deutschen Aufsichtsrechtsregime eher die Staaten zu finanzieren als die Wirtschaft. Also wir sind durch unsere Rahmenbedingungen gezwungen, Staatsanleihen stärker zu gewichten als beispielsweise Aktien, wo ja durchaus Gewinne drin gewesen wären. Der Staat zwingt uns dazu, ihn zu finanzieren und sagt uns auch gleichzeitig noch die Konditionen. Gäbe es da nicht einen Weg raus, Realökonomie zu finanzieren? Es ist ordnungspolitisch ein absoluter Fehler. Die Präferenz für Staatstitel, von denen wir wissen, dass ja viele in die Krise geraten sind, das geht nicht. Ich habe mein Buch über die Banken, ein ganz langes Kapitel darüber, dass Staatsschulden im Grunde genommen auch beispielsweise bei der Eigenkapitalhinterlegung behandelt werden müssen als risikoreiches Kapital. Erstens, zweitens, dürfen beispielsweise große Pensionsfonds nicht regulatorisch gezwungen werden, Staatsschuldentitel zu übernehmen. Mir ist es eigentlich ganz wichtig, wenn man das sozusagen institutionökonomisch sieht. Wir haben auf der einen Seite den Staat, wir haben auf der anderen Seite die private Kapitalvorsorge mit dem ganzen Angebot. Wir haben aber auf der dritten Seite sozusagen diese betriebliche, wenn ich es mal so nennen darf, die betriebliche Kapitalvorsorge. Und die kann nur funktionieren, weil das Risiko wird ja von den Unternehmen übernommen, auch den Beschäftigten. Die kann nur funktionieren, wenn das sogenannte Asset Management, was betrieben wird, wenn das wirklich frei bleibt von irgendwelchem staatlichen Einfluss, sondern das muss sozusagen mit Rationalität
und mit Blick auf die Märkte tagtäglich entschieden werden. Das ist ein Wort. Also nicht regulieren um jeden Preis, sagen Sie. Wenn das System zwischen zwei Sozialpartnern gestaltet wird, muss man in der tiefen Regulierung der Kapitalanlage gefälligst draußen bleiben. Darf ich das so? Ja, na klar, das ist doch auch klar. Das ist sozusagen, die Institutionen sind doch unterschiedlich. In dem Fall bei der betrieblichen Altersvorsorge, beispielsweise bei der Metallrente, ist es doch so, das ist ein System, das separat organisiert ist. Das darf ich nicht behandeln wie jede andere Versicherung. Das geht nicht, weil da muss man hingehen, wer trägt das Risiko, wer hat die Haftung, für wem nutzt es, und daraus entwickeln sich andere Regeln. Und meine Kritik ist an der europäischen Politik, aber auch an der deutschen Politik, dass sie im Grunde genommen alles in einen Topf wirft und sozusagen dieselbe Regulatorik drüber legt und nicht mehr der Differenziertheit gerecht wird. Ich meine, die Regulatorik, die jetzt beispielsweise für die betrieblichen Altersversicherungssysteme gemacht wird, die bedeutet ja am Ende, dass die Kosten dafür steigen, obwohl die Risiken gar nicht in dem Ausmaß, normalerweise geht eine Regulatur, die versucht immer Risiken zu minimieren, aber wenn da nicht mehr die Kraft besteht, politisch hinzugucken, was ist da organisiert, wer hat die Haftung, wer trägt sozusagen das Risiko, und wenn man das sieht, es ist reguliert in diesen Märkten, dann ist es falsch, sie gleichermaßen zu behandeln wie beispielsweise Versicherungsunternehmen, Privatwirtschaft, Versicherungsunternehmen. Hätten Sie Argumente, die man jungen Menschen jetzt mitgeben kann, selbst etwas zu tun oder sich zu engagieren für eine vernünftige Altersversorgung? Also ich versetze mich in das Alter von 30 Jahren, habe alles begriffen, was mir die Politik und viele andere sagen, muss eine private Kapitalvorsorge machen, das ist objektiv richtig, weil ich weiß ganz genau, dass das gesetzliche Sicherungssystem, wenn es so bleibt, wie es ist, nicht ausreichend meine Altersvorsorge garantiert. Dann kann ich auch verstehen, dass heute junge Menschen sagen, wenn sie jetzt sehen, die Mütterrente wird erweitert, beziehungsweise die Rente mit 63, das sind ja alles nur Symptomtherapien. Das ist sozusagen an der schlimmsten Stelle versucht zu korrigieren. Aber dass ein junger Mensch, ich trage die Last. Warum? Weil beispielsweise der Sozialversicherungsbeitrag nicht gesenkt wird. Ich finde, wir müssen sozusagen die Idee der privaten Kapitalvorsorge allen deutlich machen, alle klar machen. Es ist eine geradezu energische Fehlentwicklung. Wenn wir heute sehen, die Konsumquote in Deutschland steigt, weil die Leute weniger für Sparen ausgeben, sondern privaten Konsum, das ist genau dagegen. Aber wir brauchen mehrere Säulen. Wir brauchen vor allem, ich bin der Meinung, dass die gesetzliche Säule mehr stabilisiert werden muss. Die gesetzliche Säule ist zu stark demontiert worden, auch mit dem Modell der Riester-Rente. Ich bin zweitens der Meinung, und das hängt natürlich mit meiner betrieblichen Arbeit auch zusammen, ich bin der Meinung, dass die Unternehmen so weit wie möglich gefördert und gestärkt werden sollen, sozusagen im Umfeld oder angekoppelt aus dem Bauch ihrer Unternehmen heraus, die Altersversicherung, betriebliche Altersversicherung zu garantieren. Wenn wir die Säule nicht hätten, dann wären die künftigen zu erwarteten Armutsprobleme in Deutschland wirklich ganz, ganz eklatant. Dann wären wir da, wo nach internationalen Untersuchungen das Erfolgsmodell ist, das einige Länder auf der Welt ja praktizieren. Ja. Herr Hickel, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch, sehr informativ. Ganz herzlichen Dank. Schönen Dank, Herr Karl.